Jawohl, bei Let's Play Man of Medan im zweiten Run, wo sie alle hoffentlich sterben, was bis jetzt eigentlich noch nicht so ganz geglückt ist. Aber wir haben mit Brad viel Neues gerade erlebt. Und das müssen wir natürlich ein bisschen auskosten. Denn diesen Weg kennen wir eigentlich noch nicht. Und ich bin gespannt, was wir jetzt sehen werden. Ich schau kurz auf die Zeit. Da scheißt doch einer die Wand an. Ist das nicht... Besser. Besser! Oh, Mori! Verschwinde! Ja, da bin ich rausgekommen. Also haben wir nur eine neue Zwischensequenz. Skelette? Aber sonst nix. Wo ist eure Haut? So, ich suche... Wo ist die ganze Haut? Den. Und dann hier. Alex? Julia? Hey, Digga! Scheiße! Also ganz ehrlich. Okay, das ist. Irgendwie, das ist ein Schraubenschlüssel. Ah, oder eh mit, glaube ich. Hat er ja noch fallen lassen. Oh oh. Mit wem spielen wir denn jetzt? Ah, Fliss! Okay. Hey, bist du sicher, du weißt, wo wir hin? Erst ergibt es nämlich Ansehen. Diese Einbildung. Boah, das ist nicht... Boah, das ist for Brad, oder? Was geht hier vor sich? Ja, eine sehr gute Frage. Uje! Gerade Fliss umgebracht. Nein. Aber das Messer hat's verloren. Retten wir dort. Das heißt, Fliss hat das Messer verloren. Was ist im Kurs aktualisiert? Kursrichtung? Schauen wir mal. Schiffe in der Nacht. Fliss fand das Messer. Brad den Maulschlüssel. Da meinen ersten Hinweis. So. Hier jumpe ich diesmal nur durch.
Oh, da Schwede. Nein, das. Weil das Ganze ist ja gar nicht echt. Und das scheint da ein Zeitevent zu sein. Das heißt, wir sind ja damals nicht weitergekommen. Okay, Da geht's weiter. Da ist ein Nebelchen für einen Vorhang. Das war auch die ganze Existenzberechtigung vom Raum. Ein Sarg. Blut. Okay, wir gehen jetzt einmal hier weiter. Kommen nach draußen. Nice. Frische Luft. Ja. Und das sieht doch gleich alles einmal ganz anders aus. Sieht man schon. Kisten! Lass mich da bitte hin. Machureigold. Wir haben das Geheimnis gefunden. Diese drei Kisten. Genau, da wollte ich auf, ich wollte zurückgehen und schauen, ob da. Okay, der stand, der steht immer noch unter Wasser, warum auch immer. Erst packt es herum. So, wo lag nochmal das Büchlein? Hier. Hier haben wir noch ein Geheimnis. Schade, dass es ein Zeitevent ist. Na dann kommt da mal wieder was zum Vorlesen. Oh je, da sieht man nicht viel. Taue sind Chemikalien zu lagern, Schaden nehmen, trocknen, mittig zu Chemikalien. Die Fracht muss ordnungsgemäß markiert, anhand des Fahrbandes schnell differenzieren. Die Ladung ist gegen Verrutschung, sinkt nach, Lager Süßwasser, Salzwasser, aufregen, Inspektionsarbeit. Okay. Sicherheit, gefährlich, Transport, Frachträume, eher entzündlich, Gasmasken zu tragen. Gegenstände zu befreien, nach Befreiung, Krankenuntersuchung, Behandlung. In den ersten Symptomen wie Erbrechen, Herzrasen, beschleunigter Herzschlag, Delirium, Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit. Also, ja. Warte mal, da im Kasten war ja noch irgendetwas. Ja, Balsal. Hahaha. Ja, hier lag einer. Doch. Ich hasse es, wenn sich die Kamera so schwenkt, wusstest du? Nur ein Typ. Da ist noch ein X. Kann ich das bitte ansehen? Nein, nicht das. Boah, da. Da blinkt noch etwas und da komme ich anscheinend nicht hin. Oder war das eh der Typ? Da komme ich erst nicht weiter, oder was? Auch hier. Patrouillenfahrzeug. Nichts wirklich Außergewöhnliches. Darüber würde ich noch gerne gehen. Da waren ja auch noch einige Dinge. Da hinten blinkt was. Alter, die kann nicht einmal zwischen zwei Kisten durchsteigen. War das nicht der Brunnen? Oh.
ein Geheimnis gefunden. Und war nicht hier der Knochenhaufen? Anscheinend nicht. Das Geheimnis würde ich mir gerne anschauen. Oh Mann. Da haben wir noch einige schöne Geheimnisse gefunden. Defekte Kabel. Stromkabel, Pfütze am Fußboden, sich eine chemische Reaktion zu verursachen. Die Kabel hängen in einer Lösung aus Matschureigold-Chemikalien. Was Matschureigold? Stapelgroßer Kisten voller Kristalle. In Jutesäcken, auf denen die Aufschrift Matschureigold zu lesen ist. Der Frachtraum ist überflutet, im Frachtraum 2 scheint eine Chemikalie ausgetreten zu sein. Die Chemikalien sind waffenfähige Halluzinogene aus der Forschung zum Matschureigold. Und da haben wir das noch gelesen. Der Strom, der durch die Lösung fließt, aktiviert. Das heißt, man braucht Strom und... Wasser. Deswegen mit dem Blitzschlag. Ich verstehe. Siehst du, das haben wir vor. Ah, es ist immer nur. Der. Das Buch? Also, man hat schon viel Zeit. Wir haben uns eigentlich sehr unnötig lange hier aufgehalten, ha? Gehen wir nochmal da rein. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas übersehen. Hopp! Komm schon! Wie viel? Ah, das war das! Na guck mal einer schon. Das, was damals passiert ist mit... Das... Das ist hier? Ladescreen. Jetzt wieder der Ballsaal. Und der liebe Brad schießt hier auf einmal durch. Alle ergüßt. Stich zu! Stich zu! Zugestochen. Ich bin gespannt. Ja, sie sind wieder im Wasser. Die Szene kennen wir. Im Bomber natürlich. Okay, zurückschwimmen ist nicht. Also kann ich nur, warte mal. Also, das war ja Alex. Aber diesmal kann er den Verlobungsring gar nicht tragen. Ah, die Schatulle. Ohne Ring. Hi. Mach weiter! Mach schon! Mach
Komm schon! Hä? Warum ist denn so ein Verfolger? Was? Bist du okay? Danke. Das wär's gewesen. Tut mir leid, aber das war richtig so. Er oder wir. Fuck! Was ist... Sonja? Na, los. Na, was jetzt? Hä? Ja, jetzt, was jetzt? Hä? Komm schon! Weg hier! Und das ist wirklich schwer, die zu killen, Alter. Okay. Brad is dead. Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piraten-Abenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das... Aber... Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wieso ist er eigentlich damals verschwunden gewesen? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Okay. Ich muss die anderen finden. Irgendwas treibt Spielchen mit mir. Ah, wenn du nur wüsstest. Aber wir haben es geschafft. Der erste Charakter ist hinüber. Spielchen. Und Fliss hat ihn getötet. Was gemeint ist, es treibt Spielchen mit mir. Okay, Spielchen. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Ja. Absolut. Oder doch nicht? Doch, ich muss. Ich muss. Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Er ist schon voll hinüber. Das kommt wieder eine ganz gruselige Szene. Das nehmen wir. Nimm's. Ha! Da kommen ja so einige Quicktime-Events. Mal sehen, was wir damit wohl machen. Genug für die Tür. Hopsala!
Ecke. Passiert aber. Es könnte jetzt ein anderer sein, wenn es nur einer ist, würde ich auf Fliss tippen. Okay, da verändert sich glaube ich nicht viel. Dann machen wir halt die Quicktime-Events. Das haben wir das letzte Mal. Wieso da jetzt auf einmal das Messer draufkommt? Na komm schon! Aber das ist ein Bart! Schaffen, trotz allem. Nein! Er schafft's nicht! Ich glaube, wir haben den Nächsten gekillt. Ich bin mir halt nur so unsicher, also den einen. Okay. Na gut, wir sind wieder mit Julia unterwegs. Brad, glaube ich, ist ganz sicher hinüber. Jetzt geht alles schnell. Mit dem bin ich mir ziemlich sicher, dass der hinüber ist, weil den hat Fliss, glaube ich, ziemlich niedergestochen. Conrad bin ich mir erst nicht so sicher, aber ich glaube fast, dass der auch über den Jordan gegangen ist. Ja, das heißt, es ist Nummer 3. Bliss, Alex und Julia. Und Julia hatte noch ein kleines Problemchen offen mit der lieben Tauchkrankheit. Mal sehen, wann sich das bemerkbar macht. Aber vielleicht sehen wir das erst in der nächsten Folge. Also wir sehen das vielleicht erst in der nächsten Folge. Wir sehen es ganz sicher erst, wenn dann in der nächsten Folge. Boah, ich bin verwirrt. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann. Bis dahin, tschüss mit dir, ciao mit dir, servus mit Fully V. Oh, won't you spare me over till another